Für unseren heutigen Testflug sind wir ins Tal der Thüringer Muschwitz gegangen, dem ehemaligen Grenzgebiet zwischen der Bundesrepublik und der DDR, Eiserner Vorhang, heute zum Bereich Green Belt, also europäischer Green Belt gehörig und ein seit Jahrhunderten genutztes Bergbaugebiet für Eisen, Kupfer und Fluorid. Ziel des Fluges war, die Stabilitätshaltung des DJI Mavic zu testen, insbesondere auch die Flughöhe über dem Boden mit den Kameras und das APAS, automatisches Pilotenassistenzsystem. Unser Hund Gizmo lässt sich von den Koptern überhaupt nicht stören. Der ist es seit Jahren gewöhnt. Hier sieht man dann schon Einstiege in den Berg. Kleine Stollen, das sehen wir dann beim nächsten Take auch noch mal ein bisschen besser, wo vorwiegend Kinder als Bergknappen eingesetzt wurden, um bäuchlings in die Berge einzudringen. Man sieht hier noch rechts am Rand diese roten Spuren von Eisen und innen wurden dann diese Grubengänge der Abbaustelle etwas größer. Man sieht die Schichtung des Gebirges, das war alles alter Meeresboden, entstanden aus Vulkanismus vor etwa 360 bis 340 Millionen Jahren, durch die Plattentektonik an seine heutige Lage gebracht. Hier die Thüringer Moschwitz, die Landesgrenze nach Bayern, früher ein stark gesichertes Grenzgebiet zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Und hier wird also seit Jahrhunderten schon nach Erzen und Mineralien gegraben. Voraus ist jetzt der alte Eisenbahnviadukt der ehemaligen Höllentalbahn, die bis heute gewidmet ist. Und wir sehen jetzt gleich mal die herausragenden Flugeigenschaften und die Stabilität vom Mavic Air, wie der unter der Brücke ohne GPS einfach sauber durchgeht, langsam zu führen und dabei noch sehr gute Bildqualität liefert.